Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute mal zusammen verschiedene Apps auf der Apple Watch ansehen. Ich wette mit euch, viele wissen gar nicht, wie man die Apps benutzt oder was da überhaupt für Apps installiert sind. Und das ist auch okay. Ich finde die Watch, ich habe die selber so benutzt, bietet an sich schon genug Mehrwert. Man hat das Handy ja eh immer dabei, also ich zumindest. Und deswegen nutzt man die ganzen Apps, die da drauf sind, überhaupt nicht. Im Zweifelsfall zückt man einfach das Handy und lässt sich vom Handy im Auto zum Beispiel bei der Navigation den Weg von Google Maps ansagen. Da braucht man die Uhr überhaupt nicht für. Die Uhr ist aber wiederum gut für eingehende Nachrichten, E-Mails, für einen schnellen Blick auf das Wetter, die Uhrzeit natürlich, Datum oder auch eine Dezibel-Anzeige ist sehr praktisch. Die habe ich mir hier eingerichtet in meinem aktuellen Watchface. Man braucht die ganzen Apps gar nicht, die da drauf installiert sind. Aber wenn man sich dann doch mal damit beschäftigt, wird man feststellen, dass die Apps zum Teil sehr praktisch sind. Und das wollen wir heute eben mal tun. Um in die App-Übersicht zu gelangen, drücken wir einmal den Knopf auf unsere Apple Watch und da sehen wir schon die verschiedenen Apps. Bei mir werden die alphabetisch angezeigt. Das sind verschiedene Apps, die schon vorinstalliert sind. Und mein iPhone ist so eingestellt, dass wenn ich dort eine neue App installiere, für die es auch eine Smartwatch-App gibt, dann wird die automatisch mit installiert. Da kommen wir gleich noch zu. Jetzt schauen wir uns erstmal die vorinstallierten Apps an. Da ist zum Beispiel die App Achtsamkeit. Die finde ich sehr nervig, ehrlich gesagt. Ich benutze die so gut wie gar nicht. Die meldet sich ein bis zweimal am Tag und möchte meinen Gemütszustand protokollieren. Dann gibt es die Aktien-App, die Aktivitäts-App. Das sind alles Apple-Apps, die standardmäßig drauf sind. Den App-Store gibt es, den braucht man aber ebenfalls nicht, weil man die Apps ja auch automatisch über das iPhone installieren kann. Apple Store, Blutsauerstoff, Einstellungen. Dann gibt es ein EKG, eine Erinnerungsfunktion, Flight Radar. Sogar dazu gibt es einen Eintrag. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Fotos, Geräte suchen, Geräusche, Google Maps, Herzfrequenz, Home, Hörbücher etc. pp. Kalender, Kameras, Karten von Apple natürlich, Keynote, Komoot, Kompass, Kontakte, Kurzbefehle, Mail, Medikamente, Memoji, Mood History. Ah, das ist eine hinzugefügte App, da komme ich später eventuell noch zu. Musik, Nachrichten, Objekte suchen, Personen suchen, Podcasts, Rechner, Remote, Schlaf, Shazam und vieles mehr. Wir fangen einfach mal an mit der Google Maps App. Die sehen wir nämlich hier und wir können da einfach navigieren, indem wir oben auf Zurück drücken. Das ist ein bisschen futzelig, vor allem wenn man das Ganze mit einer Kamera aufnimmt. Aktuelle Reise, Navigation aus oder Fahrzeit. Wenn du Google Maps auf dem iPhone startest, kannst du Reisezeiten zu gespeicherten Orten sehen. Wenn wir jetzt navigieren wollen, klicken wir auf Navigation und um die Navigation zu starten, muss ich ein Reiseziel in Google Maps auf dem iPhone angeben und das mache ich jetzt mal kurz. In der Watch sieht das dann ungefähr so aus. Wir bekommen sogar angesagt, wo wir hin müssen und Navigationsschritte werden durch Vibrationen angekündigt. Wir können uns jetzt hier durch einzelne Schritte der Wegbeschreibung durchscrollen mit der Krone oben. So funktioniert das in etwa bei Google Maps. So, und im Folgenden stelle ich euch jetzt noch ein paar Apps vor, die ich installiert habe, die halt auch gut mit der Apple Watch zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel, ja, meine bevorzugte Wetter-App, die jetzt hier an der Stelle nicht so mächtig ist, aber immerhin habe ich das Widget dafür. Also die Wetter-App ist zum Beispiel extern. Dann die Shazam-App. Weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht. Das ist auch eine praktische App. Bin ich sicher, ob die am iPhone nicht schon integriert ist. Wer das nicht kennt, wir können jederzeit hier tippen auf dieses Symbol und dann erkennt die App, welcher Song gerade im Hintergrund abgespielt wird. Das ist auch eine praktische App. Dann habe ich euch, glaube ich, schon mal die Komoot-App in einer Serie hier auf dem Kanal vorgestellt. Die Komoot-App sieht so aus. Hier können wir geplante Touren uns ansehen und auch starten. Also das ist im Prinzip auch eine Navigations-App und gleichzeitig ist es auch eine Tracking-App. Tour aufzeichnen, Wandern, Mountainbike, Rennrad, Laufen, Fahrrad, Bergtour und so weiter und so fort. Komoot ist teilweise kostenpflichtig, kann aber eben auch kostenlos verwendet werden. Und in eine ähnliche Richtung geht, glaube ich, die App All Trails. Datenzugriff auf All Trails. Die möchten gerne meine Gesundheitsdaten aktualisieren. Ich lasse das im Moment mal nicht zu.
aber das ist im Prinzip ein ähnliches Konzept wie bei der Komoot-App. So, und dann gibt es noch Apps wie City Mapper. Das ist eine App für den öffentlichen Nahverkehr, muss allerdings erst auf dem Handy konfiguriert werden. Funktioniert übrigens auch nur in größeren Städten, so auf dem Land ist das wohl nicht wirklich hilfreich. Flightradar 24 habe ich mir irgendwann mal auf dem Handy installiert. Ich fand es irgendwie interessant, Flugzeuge beobachten zu können. Auch das muss man erst im iPhone wieder konfigurieren. Aber grundsätzlich ist das auch eine App, auf die wir hier Zugriff haben. Geräusche finde ich, wie gesagt, ganz interessant. Da habe ich mir extra eine kleine Verknüpfung auf der Watch abgelegt. Da sehe ich auf einen Blick, wie laut es gerade ist. Eine Apple-System-App, die ich ganz praktisch finde. Insta360, eine App von meiner Kamera. Weiß gar nicht, was wir hier mit der Kamera machen können, ehrlich gesagt. Ob wir da den Desktop der Watch aufnehmen können oder was. Ich habe echt keine Ahnung. Da ist doch keine Kamera drin. Dann die Apple-Karten natürlich. Keynote, Kompass wurde auch aktualisiert im letzten System-Update. Ich glaube, wir sehen jetzt hier auch Höhenmeter und können auch einen Weg tracken beispielsweise. Auch eine App, die gerne übersehen wird. Ihr seht, dass die relativ umfangreich ist. Backtrack starten, also die Apple Watch kann die Route aufzeichnen, falls du dich verlaufen solltest. Nicht, dass man dann so einen Hänsel- und Gretel-Effekt hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Was es jetzt läuft. Damit wird angezeigt, wenn zum Beispiel ein YouTube-Video auf dem Handy läuft. Komoot habe ich erklärt, Kompass habe ich erklärt, Medikamente, Mood History. Damit kann man so ein bisschen die persönliche Stimmung festhalten. Sowas ähnliches soll ja bald mit dem Apple Journal kommen, glaube ich. Verbinden. Auf die App freue ich mich auch. Die werden wir uns hier sicher auch mal ansehen. Ah, ich muss auch hier die Mood History zuerst am iPhone starten. Also mit der App können wir unsere Tagesstimmung festhalten sozusagen. Vielleicht sehen wir uns die gleich noch an. Pillow, Einrichtung, Assistent auf dem iPhone, Schlaf. Hier können wir unseren Schlaf überwachen. Das habe ich mir auch überlegt, dass ich das vielleicht mal eine Zeit lang machen werde. Das ist ganz interessant, aber dazu muss man die Uhr natürlich nachts auch tragen, was ich bisher eben nicht gemacht habe. Strava, ich glaube nochmal eine App, um Fitnessaktivitäten zu tracken. Das kann aber die Uhr natürlich auch von sich aus mit der Trainingsfunktion. FunMove ist meine Fahrrad-App. Walkie-Talkie-Funktion, Wallet, Wetter-Weltuhr-Zyklus-Protokoll. Also sind wir mal so ziemlich alle Apps jetzt hier durchgegangen an der Stelle. Ihr seht übrigens hier unten, ich habe gerade die Shazam-App deinstalliert und Shazam ist bei Apple aus irgendeinem Grund vorinstalliert und deswegen ist die unnötig. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ihr auf der Apple Watch die Funktion nutzen könnt, aber vermutlich über die Jetzt-Läuft-Funktion. So, wenn wir jetzt nochmal in unsere App-Liste schauen, da haben wir eben All Trails. Da muss quasi die App auf dem iPhone geöffnet sein. City Mapper, Flight Radar, Komoot haben wir schon gesehen, Medikamente, Memoji, Mood History, das haben wir jetzt eingerichtet. Leider gibt es die Watch-Unterstützung nur in Premium, deswegen werde ich die App auch gleich wieder deinstallieren. Schade, eigentlich eine gute Idee, aber da habe ich die nur installiert, um das hier auf der Watch mal auszuprobieren. Pillow ist eben die Schlafanalyse. Strava, dazu muss ich mich registrieren. Kurzes Fazit zum Schluss. Die meisten Apps sind kostenpflichtig. Man muss sich registrieren, man muss sich anmelden, was ich in dem Fall jetzt nicht unbedingt wollte, weil die Apps ja sozusagen keine neuen Funktionen wirklich hinzufügen, sondern ja eher die bereits von Apple angebotenen verbessern sozusagen. Also das könnte ich mir vorstellen in dem einen oder anderen Fall. Google Maps hat mich ziemlich überzeugt, das finde ich wohl recht praktisch. Aber ich bräuchte jetzt zum Beispiel keine Einkaufslisten-App, weil ich ja schon die Erinnerungen auf der Apple Watch habe beispielsweise. Und so ähnlich verhält es sich halt auch mit den ganzen Tracking-Apps. Also habe ich das meiste jetzt wieder runtergeschmissen. War trotzdem interessant, sich mit den Apps mal zu beschäftigen. Was ich bisher auch noch nicht wusste, was ist eigentlich die Walkie-Talkie-App auf der Apple Watch? Und da kann man mit jemand quasi eine dauerhafte Verbindung aufbauen. Man fügt Freunde hinzu und verwaltet dann, wann man sprechen möchte. Ganz gleich, ob du beim Einkaufen bist oder versuchst, jemanden in einer Menschenmenge zu finden. So beschreibt Apple das hier. Probiert es vielleicht einfach mal aus bei Interesse. Also, mich hat das alles jetzt nicht so überzeugt von den externen Apps. Die internen Apple-Apps, die muss ich mir selber nochmal ganz genau zu Gemüte führen. Wie gesagt, vielleicht probiere ich auch mal die Schlaf-App aus über einen längeren Zeitraum oder so. Falls es da was Neues gibt, lasse ich es euch
wissen. Okay, so viel erstmal dazu. Kurzer Einblick in die Apps, die hier auf der Apple Watch installiert sind oder installiert werden können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war hilfreich für den einen oder anderen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn dem so ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.